Brauchst du noch einen Tester dort bei dieser Lautstärke? Ist das gut? Das macht dann der Techniker da. Er macht Technik. Hast du mich jetzt zum Techniker gemacht? Nein. Er macht Technik. Ich mach gar nicht. Okay. Was meinst du, wer macht Technik da rein? Was meinst du, wieso habe ich 27'000 Fader und Hebel da vor mir? Das fragen wir uns alle schon sehr. Dekoration, oder was? Das fragen wir. Du hast ja noch Gehilfe im... Hast du nichts angeschlossen dort, oder? Im Irgendwo. Ich habe ganz viele kleine Zwerge, die rumrennen. Mhm. Du bist auch so wie die Techno-Festival-DJs, weißt, die mega Stimmung machen und irgendwelche Knöpfe drücken, obwohl genau, gar nicht passiert. Ja, ja. David Guetta, push the button. Sikora Gisler Guetta. Ja. Dann wärst aber du der Guetta, gell? Soll ich den Button pushen? Nur zum schauen, dass ihr seht, dass ich der bin. Jetzt müssen einfach alle Zwerge parat sein, damit sie dann rechtzeitig auch drücken, wenn ich drücke. Und dann geht's los. Wenn du den Button drückst, geht's los. Dann können wir nicht mehr zurück. Also, David. Sowieso keine Ahnung. Ja, wir haben gerade zwei FC Thun-Versteher heute in diesem Podcast. Natürlich der Meme, letzte Woche ausführlich befragt worden von der Berner Zeitung zum FC Thun. Sie haben dich Zitat verkauft als der vielleicht grösste Kenner des Schweizer Fußballs. Siehst du, stimmt nichts, was in der Zeitung steht. Ja, nichts. Es steht vielleicht. Lügenpresse. Vielleicht. Vielleicht. Man weiß es nicht so. Aber vielleicht ist er der grösste Kenner vom Schweizer Fußball. Und der vielleicht grösste Thun-Experte haben wir auch bei uns heute, Lucky Frieden, Filmregisseur, Drehbuchautor und Retter vom FC Thun. Sozusagen, ja. Nein, Retter nicht, aber Mitstreiter, Helfer. Kann man nicht sagen, ohne dich gäbe es den FC Thun nicht mehr? Das wäre doch noch ein gutes Schlagziel. Ich habe das Gefühl schon, ja. Aber ich glaube, die draußen nicht. Nein, wir helfen, ja. Wir sind dran. Wir haben da Geld gesammelt in den letzten 10 Jahren. Und Geld, das hilft, aber glaube noch wichtiger ist die Moral, die wir dahinter haben. So ein bisschen die Region hinter den Club bringen. Verein Herzblut FC Thun. Das 10-Jährige feiert das Jahr, vor 10 Jahren von dir mitgegründet. Immer noch bist du Präsident. Über Herzblut reden wir sicher später noch. Ich wollte mit der Aktualität einsteigen. Also es ist nicht mehr brandheiss, ist die Aktualität, aber der FC Thun ist wieder dick drin im Aufstiegsrennen nach dem 2-1 Auswärtssieg gegen den FC Sion. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin eigentlich recht klar der Meinung gewesen, wahrscheinlich wird das dann die Barrage. Es hat sehr nach Barrage ausgesehen. Sion marschiert durch, Thun geht in die Barrage, gegen wer dann auch immer. Jetzt sieht es wieder nach einem richtigen Aufstiegsrennen aus. Ja, einmal heute, ja. Nächste Woche, respektive in 2 Wochen, wenn es weitergeht, dann vielleicht schon wieder nicht mehr. Ich habe immer noch das Gefühl, wir werden in der Barrage landen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir werden direkt aufsteigen. Der FC Sion ist einfach auf allen Positionen relativ gut besetzt. Wahrscheinlich ein Stück stabiler als der FC Thun. Ich kann auch noch ein bisschen mehr noch anzapfen jetzt in den letzten 10 Spielen und ist ein bisschen stabiler, habe ich auch das Gefühl, als der FC Thun. Auf der anderen Seite, was Freude macht, ist, wir können aus eigenem Antrieb könnten wir aufsteigen. Also wenn wir alle Matches gewinnen, dann sind wir, glaube ich, durch. Das ist nicht eine realistische Einschätzung. Aber es ist möglich. Und schon die Möglichkeit, ich kann manchmal ja Türen öffnen. Wir können ja den vielleicht grössten Kenner vom Schweizer Fußball fragen, wie er das so sieht mit den Aufstiegschancen vom FC Thun. Also der vielleicht grösste Kenner vom Schweizer Fußball dankt natürlich vor allem der Berner Zeitung, weil er hat mir unter anderem die Frage gestellt, ob ich denke, dass der FC Thun nochmal Chance hat auf den direkten Aufstieg. Und ich habe gesagt, auf absolut keinen Fall. Das war vor dem Sion-Spiel, muss man dazu sagen. Ja. Und er hat die Frage offenbar nicht abgedruckt. Darum es vielleicht. Was mir sehr entgegenkommt in dem Moment. Nein, ich hätte auch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast wissen, wenn der Sikora Prognose macht, dann kann man davon ausgehen, dass es genau anders kommt. Prognose zu der Challenge League vor allem, muss man auch noch sagen. Ja. Prognose von der Challenge League ist auch wirklich, sind wir ehrlich. Also, danke für die Prognose in dem Fall. Bitte, gern geschehen. Es ist wirklich schwierig. Ja, meine Challenge League Prognosen sind immer falsch und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Einmal. Aber die Einschätzung von Lucky, dass Sion noch etwas besser besetzt ist und noch etwas längere Schnauf könnte haben? Wenn man jetzt die Direktbegegnung anschaut, muss man sagen, offenbar nicht. Also sind sie nicht überall immer besser besetzt. Aber was natürlich Sion nicht passiert, so Ausrutscher wie 4-0 gegen Xamax auf Untergehen oder so, das passiert halt Sion eher nicht. Und denke, ja. Also, es kann schon passieren. Es kommt halt auch noch dazu, dass der ganze Rest von der Liga geht um nichts mehr. Also ist so ein bisschen
ein bisschen Risikospiel oder muss einfach Glück haben, wie die andere Mannschaft jetzt gerade noch motiviert ist. Zum da. Wenn dann lang halt vielleicht kein 1-0 schiessen in einem Spiel, dann findet die andere auch doch. Unentschieden kämpfen wir jetzt doch noch dafür, aber wenn es dann halt 1-0 kassiert, nach 5 Minuten, findet es ja gut. So wichtig ist es auch nicht. Aber was macht Thun das Jahr oder diese Saison besonders gut? Dass sie nicht viel besonders schlecht machen, wahrscheinlich. Sie haben gewisse Konstanz, außer das 4-0 gegen Xamax. Das ist nicht so gut. Und wichtig ist, man wird nicht 4-0 gegen Xamax verlieren, aber vielleicht 1-1 spielen. Vielleicht, ja. Ja, wie das halt immer ist. Man weiß es nicht genau. Man hat wahrscheinlich nicht die schlechtesten Transfers gemacht. Man hat die Leute abgegeben, die nicht das haben gebracht, was man hofft hat letzte Saison. Ohne Namen zu nennen. Und man hat eine gute Hand gehabt bei den Neuen, die man hat geholt. Und man hat ein Team können bilden. Und man hat auch Glück gehabt zum Teil. Wir haben Matches gewonnen, die wir vor einem Jahr nicht gewonnen hätten. Wir haben Spiel gekehrt, wie eben das 0-2 in Sion vor ein paar Wochen, wo man noch 3-2 hat gewonnen. Das ist etwas, was für Thun untypisch ist. Eben eine Mischung zwischen guten Transfer und Glück. Ich denke, Glück und Zufall ist ein grosses Thema im Fußball. Der Trainer hat gar keine Rolle in deinen Überlegungen, der Mauro Lustrinelli. Das ist natürlich der Baumeister vom Erfolg, das ist klar. Nein, der Trainer, natürlich hat der Trainer auch... Ich kann es zu wenig beurteilen, ob man bei einem guten Club auch einen Haas an die Seitenlinie stellen könnte. Also während Haas? Wahrscheinlich eher ein richtiger sogar. Nein, oder eben einfach ein Hund hast, der dort steht, oder ein Hase, wenn du Barcelona hast in Bestform. Auf der anderen Seite denke ich, natürlich hat der Trainer, das muss ich auch ein bisschen sagen, als Regisseur, oder ich wollte ja meinen Beruf ein bisschen aufwerten, wie wichtig dass ich bin am Set. Darum denke ich schon, der Trainer hat eine sehr, sehr wichtige Funktion, eine Mannschaft zu bilden. Ich denke, das ist der Hauptding, dass man ein Team ist, dass man jeder füreinander geht, dass man den Glauben nicht verliert, wenn es nicht läuft, dass man nicht abhebt, wenn es gut läuft. Und halt auch einfach das Gespür haben, welcher Spieler passt noch in die Mannschaft rein oder welcher auch nicht, der vielleicht verlockend wäre. Also der Trainer muss ja dann mit den Spielern arbeiten, die er angestellt überkommt. Wo siehst du oder wie gross siehst du den Einfluss vom Lustrigol an der Seitenlinie? Also er kommt ja nicht einfach die Spieler angestellt über, also je nach Club, wie das halt so ist. Bei ein paar Clubs ist das tatsächlich so, dass du einfach Spieler angestellt bekommst und nachher musst du mit denen arbeiten. Bei anderen, wo Clubs so ein bisschen cleverer funktionieren, darf der Trainer ja auch noch ein bisschen etwas mitreden. Und er hat sicher, also im Unterschied zu letzter Saison, sind ja recht viel, ist eigentlich das Kader viel zu gut gewesen für die Challenge League. Jetzt hat es ganz viele Spieler gehabt, wo man sehr viel sich erhofft hat, wo vielleicht mal einen Namen gehabt haben oder aufstrebend gewesen sind und dann zurück auf Thun gekommen sind und so alle die Oberlins und Haslers und was noch alles, Jankiewicz und sowas gegeben hat, die dann irgendwie wie nicht so funktioniert haben. Und ich glaube, jetzt das, was jetzt der Lustrinelli macht, ist viel, das Kader ist wesentlich cleverer zusammengestellt. Also es hat Spieler, wo auf jeder Position ist mehrfach beleidigt. Und der Lustrinelli ist schon mehr als einfach schauen, dass es ihnen ein bisschen gut geht und sie ein bisschen nett sind. Also ein Trainer hat mittlerweile taktisch ist halt nun mal sehr wichtig. Mhm. Also darum ist für dich ein Hase oder ein Hund an der Seitenlinie schon nicht so optimal. Und halt mit so ein vielseitiger Kader. Wie gut taktisch geschult der Hund ist natürlich. Also mein Hund hat wirklich Mühe. Der ist wirklich einfach gerade Führer. Ja. Kein Auge für Mitspieler, wirklich grauenhaft. Oberlin. Ja. Wirklich nicht so. Also meine Hündin ist intelligent. Das ist meine. Die hätte wahrscheinlich eine Chance auf den ersten Anplatz. Vielleicht müssen die zusammenspielen. Das wäre vielleicht etwas wert. Wenn die überhaupt aufsteigen? Man hat so das Gefühl, auch wenn man dir zulässt, du fühlst dich gar nicht so unwohl in dieser Challenge League. Du gehst auch gerne Challenge League schauen. Ja, ich schaue gerne Fußball, schaue gerne einen guten Match. Ich schaue lieber einen guten Match Thun gegen Wiel oder Thun gegen Stade Nyonne als einen mittelmässigen Thun gegen Basel. Rein als Zuschauer. Das ist Lebenszeit, die ich verbringe. Insofern spielt es mir nicht so eine Rolle. Am Club spielt es natürlich eine grosse Rolle, das ist klar. Fernsehgelder, Sponsorengelder, Transfererlöse. Für Thun überlebenswichtig, respektive. Ja, 3 Jahre haben wir jetzt keine Super League gehabt. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, viele Sponsoren sind sehr treu jetzt auch gerade in Thun in der Challenge League. Das Renommee ist klar.
du findest weniger statt in der Challenge League. Das ist logisch. Ich muss aber die Match zusammenfassung irgendwo im Internet, im Darknet suchen. Oder? Mhm. Sie irgendwo noch Tor gesehen, auswärts Tor. Also du findest natürlich weniger statt. Eben, ja, Aufstieg wäre schön, wäre wichtig. Wir haben es probiert, 3 Jahre. Letztes Jahr haben wir auch darauf gehofft oder haben damit gerechnet, weil die Liga ist erweitert worden. Hat nicht sollen sein. Jetzt sind wir in einer guten Lage. Jetzt kommt die Barrage, sage ich jetzt mal, die kommt. Wir haben, glaube ich, 17 Punkte Vorsprung auf den Dritten. Das könnte knapp langen. Das könnte langen, oder? Wobei, im Fußball muss man sagen, es ist rechnerisch ja noch. Hä? Es ist noch nicht sicher. Also wir wollen jetzt noch nicht vom Aufstieg reden. Ja, aber der Dritte ist der FC auch. Ja, aber wir haben ja gewisse geografische Nähe zu IBE. Und IBE hat ja schon bewiesen, mich kann auch noch ein paar Punkte verspielen. Das kann man durchaus, ja. Das Darknet heisst übrigens SRF Play. Dort könnt ihr die Zusammenfassungen von der Challenge League. Aber sie sind wirklich im Fall, also auch auf Blue Wind sind die am Lauf, aber sie sind wirklich also in sehr Rekordtempo abgehandelt. Also die Zusammenfassung von einem Spiel gegen Sion geht dann wirklich 25 Sekunden und davor sind 10 Sekunden, wie die Spielerinnen laufen und dann noch die letzten 10 Sekunden, wo man wartet, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ja. Also wer ist dann? Ja. Challenge League ist die Strafe. Ja. Machst du noch eine Challenge League Zusammenfassung? Und alle. Ja. Dafür ist es einmal geil am Freitagabend. Ich finde das eben halt aber noch lässig. Wenn du kannst schauen, sie spielen irgendwie, weißt, auswärts, da Nione oder was auch immer. Und es ist ja, weißt, ohne Kommentar. Es ist einfach so, dort hat es jetzt fast keine Zuschauer. Und es ist einfach so ein Rauschen. Und es läuft ein bisschen Fußball nebendran. Es ist irgendwie noch lässig. Es ist wie mit dem Hund gehst du spazieren, irgendwo in Schwammendingen und laufst am Fußballplatz. Es ist eben das. Genau. Ja. Ist denn der Unterschied, du skizzierst jetzt den Unterschied so als gross, auch finanziell, ist man dann gerade sofort saniert, wenn man aufsteigt in die Super League? Schon nicht. Du nicht. Du nicht, kein Mäzen. Ja. Also eigentlich ist ja, glaube ich, wahrscheinlich fast kein Club in der Schweiz wirklich saniert. Oder? Die allermeisten haben Mäzen, die einfach Geld hineingibt, das Defizit deckt am Schluss der Saison. Du nicht, es nicht. Darum wird du noch nicht saniert sein. Und das ist auch immer die Frage, oder? Wie viel fährst du dann das Budget zurück, wenn du absteigst? Wie viel kannst du noch von diesem Standard behalten, von deinem Lebensstandard, den du hast, von der Super League? Und ich glaube, das ist der grosse Balanceakt, der schwierig ist. Auf der anderen Seite, du hast eine Infrastruktur heutzutage. Du schaust eben nicht mehr in einem kleinen Stadion mit Holztribüne. Für mich auch ein bisschen leider. Ich hatte das eigentlich auch noch gerne, wie kleine Club. Nicht unbedingt der FC Thun, der ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu gross, aber ich finde, ein kleiner Club darf ein kleines Stadion haben und eine Holztribüne und einen Bratwurststand und muss nicht ein Stadion bauen, wo er dann eine Saison mal oben spielt und dann ist es wieder irgendwie brachgelegen für 318 Leute. Insofern, ja, Thun wird nicht saniert sein, aber Thun wird besser schlafen, wenn sie aufsteigen, definitiv. Und darum gehe ich nicht den Aufstieg schon, wenn er käme. Das ist gar nicht so einfach, oder? Also abgestiegen ist man schnell einmal, wenn es blöd läuft. Aufsteigen ist dann gar nicht so easy. Ja, du siehst ja bei den Mannschaften, die in den letzten 10 Jahren, sagen wir jetzt, irgendwie abgestiegen sind. Wenn es jemand war von den Grossen, der abgestiegen ist, also alle die schon drinnen waren, sind halt FCZ, St. Gallen, GC. Gut, bei GC hat es nicht ganz geklappt, aber die haben ja wie so, wenn du dein Budget mehr oder weniger gleich lässt, dann steigst du eigentlich wieder auf. Also anders geht es gar nicht. Das ist so ein unfassbar grosser Vorsprung. Also jetzt Sion ja auch, oder? Ja. Und dann gibt es andere, wenn halt wenn du absteigst, dann ist noch lange nicht ein Selbstläufer, dass die dann auch wieder aufsteigen, weil der Unterschied ist halt schon massiv gross. Und es ist halt auch, wenn du aufsteigst, klar, du hast ein bisschen mehr Fernseheinnahmen, du hast mehr Zuschauereinnahmen, du Glück hast, hast noch ein paar Cup-Matches, die irgendwie ein bisschen Kasse füllen. Aber es wird halt auch alles teurer. Also wenn du dann dich verstärken willst, kostet die Spieler mehr, die Löhne sind höher und dann kommst du halt gleich schnell wieder mal an die Decke, die halt beim Thun relativ tief hängt, ja, im Vergleich mit anderen Clubs. Ja. Jetzt ist es immerhin so, dass du vorher mit einem Zehnerfeld halt in der Super League bist, halt, wenn du aufgestiegen bist, du hast schon mal gewusst, die Chance ist durchaus realistisch, dass wir nächste Saison wieder absteigen. Ich sehe jetzt auch in der 12er Liga mit Stade Sonouche. Aber jetzt mit, 12 Liga, mit der 12er Liga ist immerhin, du musst noch ein paar hinter dir lassen, die du durchaus kannst überholen kannst. Also ja. Es ist möglich, zum oben bleiben. Und auf dem kannst du dann auch aufbauen. Und halt mit jedem Jahr, wo du oben bleibst, kannst du etwas ansammeln. Vielleicht kommst du mal in Europa Cup und so. Und dann läuft es wieder ein bisschen besser. Gehen wir mal davon aus, es wird Barrage. Wenn wir vom pessimistischen Szenario ausgehen, dann gebe ich mal dir eine Auswahl an möglichen Gegner. Ich glaube nicht, dass es Lausanne wird sein, weil die sind viel zu gut für das, wo sie stehen, die werden noch klettern. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es Basel wird sein, weil ich habe immer noch das Gefühl, die sind besser als dort, wo sie stehen.
Ich habe sehr fest Angst, dass es GC wird sein, weil ich GC gesehen letzte Woche gegen St. Gallen. Holy moly! Also das war Not gegen Elend, also St. Gallen war ja kein Dreck besser. Was wäre so dein liebster Barrage-Gegner? GC. Warum? Wir haben, wie es mir recht ist, in der Super League-Zeit, haben wir, glaube ich, GC immer recht gerne gehabt. Das ist ein Gegner, der uns gelegen ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu Sion. Sion war nie gut. Ich war als Kind GC-Fan, grosser GC-Fan. Wir hatten dann Freunde in Zürich, die ein bisschen gesponsert haben bei GC. Und da hat man eben mal den... Wow, was habt ihr für Freunde gehabt? Ich habe Freunde in Zürich zu dieser Hochzeit, wo GC gesponsert haben. Familie Gut? Nein. Okay. Nein, nicht Familie Gut. Also gut. Also ich nicht Familie Gerber war. Auch nicht. Im Zürcher Geldadel. Gerber, haben wir geschrieben. Auch nicht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie zu den Grossponsoren gehört. Aber auf jeden Fall, der hat mir dann eben mal das GC-Liebli mitgebracht aus Zürich, und ist zu uns gekommen. Und der Grasshopper auf dem Logo, der hat mich gerade völlig bin hin und weg gewesen. Und bin grosser Fan von Andi Egli, Nummer 4. Und meine Mutter hat mir nachher auf das Trikot die Nummer 4 in Rot hinterher müssen nähen. Und Roger Berbig habe ich auch geliebt. Das war, glaube ich, die Hannes Weissweiler-Zeit, ja. Trainer. Mhm. Legende, die habe ich heute noch gegoogelt, Texte für einen Podcast. Der ist dann gestorben, drei Wochen nach dem Meistertitel. Ja. Weiss mehr als der Memme. Also das weiß ich auch, ja. Nein, du weißt leider, ja, weil der Memme ist vielleicht der grösste Kenner vom Schweizer Fußball. Vielleicht. Auf jeden Fall eben relativ tragisch, ja, drei Wochen nach dem Meistertitel ist er verstorben, relativ jung, mit, glaube ich, etwas über 60. Ja. Ja. Das war so die Ding, meine erste Liebe eigentlich GC. Und noch heute habe ich Sympathie, wenn GC spielt. Jetzt immer noch? Jetzt immer noch, ja. Das bringst du nicht weg. Ich sag und das Trikot ist ja immer noch eigentlich gleich. Das Schönste. Finde ich immer noch eines der Schönsten. Mhm. Und machen wir natürlich nicht nur Freunde, ist klar. FCZ ist auch heilig hier in Zürich. Aber einfach GC wäre der Club, den ich glaube, denke, wo ich gerne hätte. In der Barrage. Lausanne, wie du sagst, die können kämpfen. Die haben dort auch nichts verloren, wo sie jetzt stehen. Wirklich nicht. Ja. Die gehen schon noch ein bisschen rauf. Und Basel, die haben einfach die Reserven. Ja. Die werden ihre Barrage können. Wer wird sie? Also ich wäre jetzt zu GC oder Yverdon. Yverdon rutscht nicht oben, ja. Yverdon hat nicht gerade einen wahnsinnig grossen Lauf. Aber vor denen hätte ich jetzt auch mehr Angst als GC momentan in der Barrage. Aber auch meine Barrage-Prophezeiungen sind ja immer hervorragend. Wie damals, als ich behauptet habe, dass Thun absolut nichts zu befürchten hat gegen Vaduz in dieser Barrage. Das wäre eine von diesen legendären Prognosen. Ja, ich bin ja nicht umsonst, vielleicht die grösste Kenner von Schweizer Fußball. Vielleicht müssen wir das ja nicht mehr ansprechen, das Thema. Aber das finde ich lustig, dass alle immer noch finden, ja Basel, ja, die können schon, weißt, die haben ja so viele Reserven, die sind ja eigentlich gut. Das finde ich der Tom auch immer. Immer noch. Aber ich meine, du schaust das Spiel ja auch, es ist absolut grauenhaft, was sie bieten. Ja, trotzdem. Es ist, du, ich sie bin sind einfach nicht besser als dort, wo sie hinkommen. Aber sie sind besser als GC. Boff. Ja, vielleicht sind sie noch ein bisschen besser als GC. Ja, das langt ja schon. Muss ja besser sein als der Zweitletzte. Apropos von Dutz, oder? Die damalige Präsidentin Ruth Ostwald. Ja. Genau. Die hat bei uns bei Herzblut auch noch Geld gespendet für den FC Thun. Das ist sehr interessant. Kommen wir zu dem Herzblut FC Thun. 2014 gegründet, bis heute bist du Präsident. Ruth Ostwald, was hat Ruth Ostwald für ein Interesse gehabt, als damalige von Dutz-Präsidentin mitzuhelfen, dass der FC Thun überlebt? Ja, ich denke, Sympathie und ein gutes Herz. Wir haben dann das gestartet 2014 aus dem Nichts. Das war wieder mal ein bisschen Lichterlöschen beim FC Thun. Ganz schwierige Situation finanziell. Und dann haben wir gesagt, komm, eigentlich wäre es schön, wir haben nicht grosse Sponsoren hier, wir haben keine Mäzen, wie die Fans eigentlich der grösste Sponsor werden. Wenn jeder ein bisschen etwas gibt, könnten wir zusammen der grösste Sponsor werden. Und dann ist das recht medial aufgenommen worden vom Blick Fanidee des Jahres und überall sind wir gekommen. Und dann haben wir Spenden bekommen von FCZ-Fans, von St. Gallen-Fans, von viel von IB-Fans, die einfach gefunden, das ist ein sympathischer Club, wir helfen, wir geben 5 Liber, 10 Franken, 50 Franken. Und so haben wir dann 100'000 Franken irgendwie in einem Monat bekommen, unseren Verein. Und dann haben wir eben einen Verein gründen wegen der Steuern. Dann haben wir gemerkt, wir können das nicht einfach irgendwie auf das Privatkonto lassen und die Steuern dann sagen, ja, das ist das Geld, das wir da ein bisschen von Fußballfans haben. Mhm. Ja, das hat die damalige Thun-Führung ja mit den Champions League-Geldern auch gemacht. Genau. Aber die haben schon einen Verein gehabt, oder? Die haben schon einen Verein gehabt. Wobei, sie haben, ich weiß gar nicht, haben sie alle die Häuschen am Thunersee, die sind ja wohl nicht vom Verein gebaut worden, oder?
Das ist in der Champions League finanziert. Genau, ja. Hat es dort aber noch das UEFA-Logo auf der Briefkasten oder so? Man weiß es nicht. Ja, du bist ja, ihr habt euch ja auch ein bisschen in eine unangenehme Situation manövriert. Ihr habt ja wie ein Wett gemacht, dass wenn er wie viel Geld erreicht, dann laufen er im Tütü auf im Stadion und dann zu Schwanensee, der Vorstand von dem Verein. Ja, das ist ein paar Jahre her. Da haben wir gefunden, jetzt müssen wir etwas Neues bringen in diesem Spendenjahr und haben gewettet, wenn wir nicht. Wenn wir über 150'000 Franken sammeln, dann tun wir 2 Minuten aus Schwanensee, aus dem Ballett lehren, der Vorstand, also lehren Ballett tanzen. Tun dann auch im Tütü vortanzen, vor dem Match im Stadion. Das war keine gute Idee gewesen. Es hat dann stattgefunden, tatsächlich. Und wir haben... du bist der ganz links. Ich bin der im Schwarzen ganz links. Ja, also nicht im Schwarzen. Ja. Ja, und wir haben 10 Ballettstunden genommen im Vorfeld. Ist ja richtig mega motiviert gewesen, hä? Es war interessant gewesen. Ich hatte ja nie in meinem Leben sonst Ballett tanzen. Was hast du gelernt? Ursprünglich? In dieser Zeit als, nicht Balletttänzer. Als Hobby-Balletttänzer. Ist noch streng, oder? So ein bisschen. Ich habe grössten Respekt vor Balletttänzern. Hm. Balletttänzerinnen, Balletttänzer. Es ist brutal. Es ist eine Körperbeherrschung und es ist auch... eine physische Belastung und ich hatte noch nie so einen Muskelkater gehabt, wie nach einer Ballettstunde. Und wir hatten auch eine Wochenstunde. Und es ist ein Fakt. Du bist dann, du tust plötzlich so auf Präzision. Du bist plötzlich so, und in deinem das Körperbewusstsein wird so geschärft. Mit kleinsten Anspannungen in den Beinen, in den Armen, in den Fingern. Es ist wirklich faszinierend. Und wir haben das dann vortanzen, haben leider Musik nicht gut gehört im Stadion. Ja. Die war verzögert und sehr leislich. Und sie mit dem falschen Schritt gestartet. Also im falschen Takt. Und das hat uns dann die ganze Vorstellung, die eigentlich hervorragend wäre. Sie wäre hervorragend gewesen. Leider haben sie die Musik nicht gehört. Und unsere beiden Helferinnen, und links und rechts gesehen, die haben dann ein bisschen noch führen. Wir sind dann auch noch in diesem Tüte auf den Stockhorn hochgelaufen, auf unseren Hausberg hoch. Das hat auch noch zu dieser Wette gehört. Und ja, jetzt sind die Bilderathleten im Internet und die bleiben dort auf ewig. Man hat schon glänzige Augen. Das geht im Fall auch mit den gerissenen Achillessehnen. Wirklich? Ja. Ich kann mich ja auf diesen Zehen stehen. Das hast du aber nicht müssen, oder? Noch zum Teil sind wir so ein bisschen auf den Zehen gestanden. Die Spitzenschuhe? Nein, haben wir nicht angehört. Nein, haben da. Irgendwo hat es da würde ich mich schon verletzen, wenn ich Musik will anfangen zu laufen. Jogging-Schuhe, also ein Palette in den Jogging-Schuhen auf Rasen. Sieht einfach schon automatisch nicht ganz so graziös aus wie auf der grossen Bühne von einem Opernhaus. Richtig. Und man muss sagen, ihr bewegt natürlich auch 2-3 Kilo mehr als so eine gut trainierte Ballerina. Also die Schwerkraft wirkt bei euch noch ein bisschen mehr als bei Profis. Ein bisschen. Aber hauptsächlich war es wegen der Musik, die man nicht richtig gehört hat. Es war nicht so gerade Ziel gewesen. Aber ein schönes Bild ist es schon. Es ist schön. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist das nicht das Auswärtstöne von der deutschen Fußballnationalmannschaft? Wir haben dann schon Zugriff gehabt, ja, für das Trikot. Das ist inspiriert von dem. Ja. Richtig. Pink und immer mega gut bei Fußballfans. Das haben sie gern. Ja. Sehr. Ja. Was sind sonst noch für Aktionen geplant? Haben wir nicht noch Spezialscherz im Tun? Ja, also wir haben jedes Jahr das Herzblutspiel. Dort ist unser Logo vorne drauf, also einfach Hauptsponsoring. Und wir gestalten das Trikot. Wir machen dort natürlich nicht rot-weiss wie das ganze Jahr, sondern Rosa ist eben das Jahr, also Pink-Rosa ist im Gespräch. Ui. Einer im Vorstand ist dagegen. Mutig, der Shitstorm wartet schon. Nein, wir haben natürlich blau und grün und alles Mögliche. Und jedes Mal hat dann die Fankurve noch einen Banner. Das sind nicht unsere Farben. Eile? Ja, die haben auch gar nicht Freude. Muss so rot-weiss sein. Ja. Aber es sind schöne Shirts und die verkaufen wir immer sehr gut. Wie ist das eigentlich? Können wir schnell erklären? Ich stelle mir vor, wenn du dich einsetzt und das machst jetzt seit 10 Jahren, dass das Geld zusammenkommt und das sind ja dann Kleinstbeträge, wo da zusammenkommen, Leute, die so ein bisschen Geld geben, um den Club zu unterstützen. Und gleichzeitig ist da noch irgend so ein Hongkonger Investor auch noch involviert. Gibt es den noch? Wir wissen es gerade wie gar nicht. Der ist noch rum, ja. Das ist eine amerikanisch-chinesische Firma. Der ist rum mit, ich weiß nicht genau, wie viel Prozent von der Aktie in der Minderheit. Ist schon wichtig. Ohne ihn ging es nicht. Auf der anderen Seite eben, wir wollen den Club nicht verkaufen. Das war schon jetzt in den letzten Monaten das Thema gewesen. Muss der Club verkauft werden? Und das wäre für den FC Thun gar nicht gut. Wäre auch, glaube ich, für die ganze
FC Thun Familie mit dem Andres Gerber, Präsident und so. Der will das unter allen Umständen verhindern, was ich verstehe. Man sieht es bei anderen Klubs, es kann passieren. Trainer auswechseln, Vorstand auswechseln. Genau. Und darum, das ist eigentlich auch eine Motivation, warum wir das machen. Warum wir sagen, wir wollen halt einfach als Kleinmäzene und Kleinstmäzene mithelfen. Auch wenn es jetzt finanziell eben 100'000, im besten Jahr haben wir 300'000 Franken können sammeln innerhalb von 3 Monaten. Das ist sehr viel Geld, ist aber im Vergleich zum Gesamtbudget immer noch ein relativ kleiner Teil. Aber ein wichtiger Teil, weil es natürlich auch einfach die ganze Region ein bisschen hinter den Club schweisst und den Zusammenhalt auch, manifestiert. Aber ich glaube schon, wenn wir wieder eine Rangliste machen von den sympathischsten Vereinen in der Schweiz, dann, also Profiverein auf höchster oder zweithöchster Ebene, dann wäre sogar der FC Winti auf dem Eis und dann kommt dann schon relativ bald der FC Thun. Hongkonger Investoren passen wie nicht so zu dem Bild, das man von dem herzigen FC Thun hat eigentlich. Das ist so. Es gibt auch ganz viele Leute, die dort gefunden haben, was, also es geht ja gar nicht. Also, wie kann man immer so von dem familiären Club und so reden und dann ausgerechnet Investoren aus Hongkong reinholen. Es zeigt halt einfach, also so gut kennt man ja den FC Thun und Andres Gerber auch, dass man weiss, wenn es nicht ums Verrecken nötig gewesen wäre, dass der Club mit Hops gegangen wäre, wäre das nie im Leben passiert. Sie haben einerseits noch einen relativ, andererseits auch noch einen guten Deal ausgehandelt, der eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Also sie haben sich zufrieden gegeben, die Hongkong-Leute mit einer Minderheitsbeteiligung. Sie haben, ich glaube, 1,5 Millionen gezahlt und haben, so wie ich weiß, nicht wahnsinnig viel dafür bekommen. Also es sind nachher nicht irgendwelche Spieler aus Hongkong oder von irgendwo dort angekommen. Sie haben nicht das Recht bekommen, das Vorrecht bekommen, um irgendwie eine Mehrheit den Club zu kaufen. Sie haben, glaube ich, noch ein Darlehen oder so haben sie noch irgendwie bekommen. Und das wäre es dann auch so. Und was die Partnerschaft innebringt, diesen Hongkonger, das ist bis jetzt immer noch eines der grössten Rätsel der Fußballgeschichte. Sie haben ja gesagt, ja, gemeinsames Scouting-Netzwerk nutzen und so. Genau, ja. So, what? Ja, also, ja. Der Luke ist mal im Verwaltungsrat gesessen von dem FC Thun. Mit dem Paul Conway, der ist ja, glaube ich, immer noch im Verwaltungsrat. Er ist immer noch im Verwaltungsrat. Nein, ich war 2015. Zusammen mit dem Präsidenten damals, Marc Lüthi. Und noch mit dem weiteren, wir waren das dritte gewesen. Das war auch ein bisschen die Zeit, wo die Knatsch zwischen Stadion AG, also die Genossenschaft Stadion und FC Thun, hat stattgefunden. Die Kämpfe um Stadionmieten und schlussendlich ums Geld. Und ich bin gefragt worden, ob ich VR wette und habe das gut überlegt und habe dann ja gesagt. Und habe im Nachhinein gemerkt, so gut habe ich mir das gleich nicht überlegt. Ich wollte sagen, wie kann man sagen, ja, ist eine gute, ich habe es gut überlegt, also, ich habe dann ja gesagt. Wieso meinst du, was ist denn nicht? Ja, gerade in einem Club wirklich so am finanzielle Limit ist, dann ist es immer ein bisschen psychologisch noch schwierig, weil du kannst belangt werden als VR mit deinem Privatvermögen. Okay. Auf der anderen Seite, ich habe dann noch mit dem Anwalt geredet, der früher im VR war, vom FC Thun, der hat ein bisschen beruhigt, hat dann gesagt, du musst schon sehr fahrlässig handeln. Du musst ja geschäftsschädigend, anweisen. Genau. Auf der anderen Seite, ja natürlich, viel nicht genau gewusst, wo welche Töpfe noch aufgehen oder eben nicht aufgehen. Mhm. Und das hat mir dann gleich ein bisschen Sorgen gemacht zwischen ihnen. Und hat man Chinesisch geredet im Verwaltungsrat? Dann ist noch gar nicht Chinesisch gewesen. Ah, das ist noch nicht da gewesen. Nein. Was hat man geredet? Berndeutsch wahrscheinlich. Berndeutsch und einer war noch aus dem Oberland, gewesen, irgendwie Frutiger. Ja, das ist dann nicht mehr Berndeutsch. Also ich dachte, das ist ja genau das Gleiche. Das ist der Unterschied. Wie ist eigentlich die Beziehung zu eBay? Also man leidet, glaube ich, nach wie vor ein bisschen zu tun, dass, wenn du das Oberland gerade ansprichst, dass das ganze Oberland, was ein riesiges Einzugsgebiet wäre, so ein bisschen zu tun vorbei, ins Stadion auf Bern geht, go eBay unterstützen. Ist das also nach wie vor so? Ja, im Moment ist es ein bisschen leid als Thuner natürlich. Aber mit ein bisschen erbarmen, wie es in der Meisterschaft geht. Das ist ein bisschen traurig. Schadenfreude ist die schönste Freude. Also was ihr bemitleidet, die eine Liga höher auf Platz 1 stehen? Das muss man sich auch nicht erleiden. Gut, ja dann. Noch auf Platz 1. Nein, das Verhältnis ist gerade zwischen den Clubs ist, glaube ich, sehr gut. Auch gerade im Austausch mit Spielern. Ja, wir haben sehr viele Oberländer, junge, aber auch ältere, die IB-Fans sind, weil der FC Thun schlicht nicht stattgefunden hat, früher in der Super League. Das ist klar, da ist es um GC gegangen oder IB gegangen oder andere Club. Jetzt kommt eine Generation nachher, es sind jetzt viele junge und Familien im Stadion, die werden dann ihre Kinder hoffentlich auch wieder an den FC Thun-Match bringen, aber es braucht einfach auch eine Generation, bis sich das dann ein bisschen
vermehrt, im wahrsten Sinne vom Wort. Man merkt schon, wie der Wuschel zittert, Thun nicht Bern. Die grossen Konkurrenten von Thun, ja. Sie werden überrollen. Ja, wir haben eben einmal ein Dings gemacht. Wir haben ja auch die Werbung, oder die Werbung gemacht für FC Thun und haben mal eine Karte rausgegeben, wo die Schnäuli-Brüder auch noch sind, mhm. Von Bern zu Thun. Und haben dann geschrieben, FC Thun, wo Young Boys zu Männern werden. Mhm. Ja, schönes schöner Satz. Sehr ein schöner und Satz. Und hat eben auch gestimmt, weil IBE hat viel von ihnen... Bankspieler mhm. Thun abgeben, so ein bisschen zum Ausbilden und dann tun sie es halt aufblüht, weil sie Verantwortung dürfen übernehmen. Und darum hat das Slogan gestimmt. Es hat dann so ein bisschen rechtliche Schwierigkeiten gegeben. Sie wollten, dass wir das einstampfen, die Karte. IB? Sag ich jetzt nicht wer. Ja, wenn es aber aus dieser Richtung. Das ist sehr, sehr humorbefreit. Das ist noch vor der Ära Wuschu. Es ist vor der Ära Wuschu schon lang, lang her. Und die 300 Karten sind schnell weg. Die sind nicht eingestampft. So viel zum Thema. Leider hat Humor immer wieder mal einen schweren Stand in dem Fußball. Ja. Darf sich nicht gegenseitig zäugeln, das geht nicht. Aber es ist schon geil, wie es doch noch spannend wird. Es hat niemand gedacht, dass um den Titel in der Super League und der Meistertitel so spannend wird, wie es jetzt geworden ist. Servet sei Dank. Ja, das ist sehr erfreulich, ja. Mhm. Also ich hätte es wirklich, obwohl ich ja einer von den vielleicht größten Kategorien zu nein, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich beziehe das durch, vor allem weil Servet halt noch die Triple-Belastung hat mit noch Conference League und mit Cup und allem Wüsten. Und IB zwar nicht immer wahnsinnig souverän gewirkt hat jetzt in dieser Saison, aber dann schon doch die meisten Spiele gewonnen hat oder sehr, sehr selten verloren hat. Dann habe ich gedacht, ja gut, das ist einfach gelaufen vorne, aber unten dran hat es noch lässige Sachen. Und Servette ist wirklich sehr beeindruckend. Sehr. Also nicht nur resultatmäßig. Ja, sehr. nein, nicht nur resultatmäßig, sondern auch spielerisch. Also die Kaderbreite, die sie haben, sie können irgendwie Stevanovic auf der Bank lassen, Kutesa auf der Bank lassen, Tunis und dann noch die einwechseln. Das heisst, die für sie gespielt haben, sind auch fantastisch. Auf allen, also jetzt auch in der Conference League, sind sie hervorragend gewesen. In diesen Spielen, in der Super League sowieso. Also wirklich. Also muss man wirklich gut sein. Und die haben das Kader, so einen grossen Teil von dem Kader schon ein Zeitchen zusammen, was ja sehr untypisch ist für die Super League, die ja prägt ist von ständigen Wechseln, von Abgängen. Und noch die Besten natürlich noch immer abgeben. Gell? Also alle die Meris und so, die einmal die gespielt haben, sind ja auch weg. Bedia während der Saison den Topscorer abgeben und einfach können ersetzen. Der Torschnitt ist noch gestiegen, seit er weg ist, weil er die ganze Mannschaft übernimmt. Saugeil. Ja, wirklich saugeil. Schon gut. Wie befolgst du das, was Thun, was dort zu Genf läuft? das ist etwas, was ich weniger. Das ist noch spannend. Aber die Super League verfolge wirklich nur noch zu 30% für den Gleich von vorher. Wenn das ist noch neulegend, ja? Ja. Was soll ich sagen? Ich habe noch Geschichte zum VR. ein smoother Übergang. Okay, können wir bitte über Servet reden? Also, nein, VR immer. Nein, es kommen Leute sind zu Servet und ja, es ist wie es ist gut. Es ist gut. Ich möchte mit Servet nicht auseinandersetzen, weil die werden kaum in der Barrage haben. Darum interessiert es mich auch nicht. Null. Und der Servet wird nicht in die Barrage gegen Thun kommen und auch nicht gesehen. Also, noch eine Geschichte vom VR. Also ein bisschen unmoralische Angebote. Oder? Wir haben eine Frau, die sich gemeldet hat, dann, was aber schlecht ist gelaufen finanziell. Und es wäre gut, wenn sie aus Genf wäre, könnte man den Bogen so gut nicht aus Genf. Nein, Mittelland. Also ja, richtig, zählt zu Genf. Richtig, zählen wir zu Genf. Ja, und die wollte den Club kaufen. Die hat das Angebot gemacht. Und ich habe nicht mit ihr direkt zu tun gehabt. Es waren andere Leute vom VR. Und das ist schon noch interessant. Die hat wirklich seriös gedacht. Und dann hat man die getroffen und die hat plausibel argumentiert, warum. Und irgendwie, es ist um mehrere Millionen gegangen, also den Club hat die nicht gekauft, aber einfach auf die nächsten Jahre mal abgesichert. Aber sie hat sich nicht als saudische Prinzessin ausgegeben? Nein. Ich frage da nur als Zürcher. Okay, gut. Und dann ist es irgendwann darum gegangen, das Geld, dass man mal etwas gesagt hat von dem Geld. Und dann hat sie gefunden, es sei eben noch gesperrt. Ah, überraschend. Asien. Ja, komisch, ja. Es muss mit 50'000 Franken rausgelöst werden. Nein, das ist ein unglücklich, glaube ich. Ob die Millionen näher kommen. Ja, aber du musst ja nur 50'000 investieren. Das sind Millionen. Genau. Item. Das hat der FC Thun nicht gemacht, nicht ausgeholfen mit 50'000, nehme ich jetzt mal an. Nein, aber sie war auf Kamera, also sie war schon im Stadion. Sie hatte ihr Gesicht gehabt. Nachher ist sie ein bisschen nervös geworden. Und irgendwann hat man das abgebrochen, die Übung. Und dann ist sie aber wieder gekommen und wollte das Stadion kaufen. Aber ihre Millionen sind immer noch blockiert irgendwo? Ja, ja.
Auch das ist versandet und nachher, als das nicht in Stand kam, hat man wieder nichts mehr gehört und dann ist sie gekommen und wollte Tickets kaufen für 800'000 Franken. Kann man immer brauchen? Ja. Für sich oder für die Familie? Einfach für am FC Thun zu helfen. Ah. Mhm. Die Plätze wären auch gekauft und halt leer, aber wir haben das Geld. Ja. Und da hat aber, glaube ich, der Club eine Rechnung gemacht. Das ist auch nie gezahlt worden, natürlich. Aber es ist interessant, eben wie Leute ins Leben kommen von einem Fußballclub, weil das irgendwie ein Glamour ist und ein Anziehungspunkt. Und sicher auch noch gewisse Möglichkeiten, um das Geld irgendwo ein bisschen sauberer machen, als es vielleicht vorher war. Das hat es auch öfters gegeben. Richtig, ja. Ja, aber das ist natürlich fahrlässig, so eine Möglichkeit nicht nutzen. Also die 50'000 wären sicher gut investiert, habe ich das Gefühl gehabt, um die Millionen dort rauszuholen. Dann müsstet ihr jetzt nicht jedes Mal da im Tütü irgendwie auf das Feld rumrennen. Das war der Anfang vom Ende gewesen, vom FC Thun, dass man dort nicht zugeschlagen hat. Ja, ja, das ist so. Wie auch GC das damals mit dem Herr Eckel verpasst hat. Richtig, ja. Richtig. Schon das jetzt nicht ein paar anspielen? Ja, ja. Hast du mit dem, als Filmregisseur auch diverse Werbefilme gemacht mit dem Roger Federer? Hast du nie den Federer angehauen, um mal Herzblut oder statt die saudische Prinzessin aus dem Mittelland? Nein, ich mach's halt einfach auch nicht. Wenn du mit Federer drehst, dann können viele sagen, du hast noch ein Buch geschrieben, gib ihm das, oder? Ja. Oder für meine Cousine unbedingt ein Autogramm. Ja. Sage ich immer, danke, nein, ich arbeite mit ihm. Und that's it. Aber über Fußball geredet haben wir schon? Über Fußball geredet haben wir. Er hat oder Endo Gerber kennt, der Präsident, hat einen sehr guten Sportchef dazu mal noch. Mhm. Oder ist schon Präsident gewesen, das war 2021. Und sehr ein gutes Ding von Endo Gerber. Nachher sind wir irgendwie auf eine Varela gekommen. Varela, die ja bekannt war für gewisse emotionale. Roger Federer und Carlos Varela, die würde ich miteinander in den gleichen Topf tun. Es ist ein bisschen ähnlich, ja. Das sind so die Lieblingsschwiegersöhne oder von der Schweizer. Ja. Genau, ja. Ja. Ähnliche Leidenschaft dahinter. Was ist denn seine Meinung von Varela? Ich glaube, es ist um Königs gegangen. Ich bin nicht dann irgendwie Königs schauen im Göpp. Und dann hat, glaube ich, der Varela noch gespielt. Mhm. Kann das sein? Ja, also im 19. Jahr wahrscheinlich nicht bei Königs. Ja, vielleicht gerade. Irgendwie sind wir draufgekommen, ja. Aber ich kann den Zusammenhang nicht mehr genau sagen. Aber ja. Wir haben natürlich ein bisschen mehr über Tennis geredet. Ah, oh, Tennis. Also wie findet denn der Federer Varela-Fan? Kann man das so als Titelmorden rauslassen? Das kannst du schon eintippen. Gut. Sie machen jetzt ein Doppel beim nächsten US Open oder wo auch immer. Genau. Nein, sag mal, als Regisseur, so aus dieser filmischen oder aus dieser Storyteller-Sicht, du bist ja nicht nur Regisseur, du bist auch Drehbuchautor, du schreibst viele von diesen Geschichten, die du verfilmst, auch selber. Der Fußball ist schon noch so eine geile Bühne, für gute Geschichte? Oder wie siehst du das als Regisseur und Storyteller? Sehr, ja. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt schaue, aber auch viele andere auch. Das, was auf dem Rasen passiert, das ist das eine. Oder? Aber ich glaube, die ganze Geschichte rundum, das ist ein bisschen wie eine Fortsetzung, also das ist wie eine Serie, oder? Das ist wie eine Soap-Opera. Und das ist wahrscheinlich zum Teil einfach spannender sogar als jetzt das Resultat, oder? Und das ist die Faszination, die ich das Gefühl habe, die der Fußball auslöst. Eben Verträge, die gebrochen werden, Spieler, die einander weggekauft werden, die ganzen Trainer, wo man nicht darüber reden muss. Es tut am Fußball gut, oder? Constantin tut am Fußball natürlich gut. Er tut vielleicht am Wallis und am FC Sion nicht immer gut. Im Moment tut er ihm, glaube ich, gut. Sie sind auf Platz 1. Aber ja, ich denke, es hat sehr viele Storytelling-Elemente im Fußball, allgemein im Sport. Ich schaue verschiedenste Sportarten, ich schaue relativ viel Sport. Es sind einfach die Randgeschichten und der Mensch schlussendlich und das Menschliche im Triumph, aber auch wie in der Niederlage, ist, glaube ich, sehr spannend. Und das ist auch etwas, was ich dann beim Drei mit dem Roger darüber geredet habe. Wimbledon, die Besten, er hat gesagt, oder? Wimbledon, die Siege, die er hatte, die sind natürlich auch so schön, weil er auch die grössten Niederlagen dort hatte. Also du musst die Niederlage auch gerne haben, wenn du Sportfan bist. Und gerade im Fußball. Ja, Niederlage gehört einfach immer dazu. Und im Fußball ist es noch ein bisschen brutaler, weil dort kann einfach auch das Team gewinnen, das schlechter spielt. Und das passiert im Skien nicht. Also der schlechte Skifahrer in einem Riesenslalomlauf, der kann nicht 10 Fehler machen und wird noch erst. Aber im Fußball kannst du 10 Fehler machen und einen holst rein, irgendwie noch einen blöden Abprauer, mhm. Und der Gegner spielt deutlich besser und hat deutlich mehr Goal-Chancen und er verliert. Und das muss man im Fußball wie akzeptieren. Wo es eben nervig macht einerseits, aber auch sehr spannend.
Darum, ja. Also der Skisport mit dem Marco Odermatt im Moment sehr eine langweilige Story, weil man von Anfang an immer schon weiss, wer schlussendlich will gewinnen. Und der Fußball viel Storytelling-wise viel die bessere Bühne für gute Geschichten. Würde ich schon sagen. Also nur schon, es ist natürlich auch ein bisschen unfair, weil es ist eine Einzelsportart. Das hängt dann sehr viel an dem Einzelschicksal. Und bei der Mannschaftssportart ist noch so, dann hast du noch das untereinander und dann ist man aber gleich zusammen ein Team und dann hat man noch das andere Team auf dieser Seite und dann hast du noch den Trainer daneben. Also einfach mega viele Beziehungen, wo halt noch zusätzliche Fallen können sein oder eben halt auch Waffen sein, was natürlich schon mal spannender macht. Und das ist ja das, was ich eigentlich im Fußball so geil finde, dass eben die Mannschaft, die nicht die besseren Möglichkeiten oder Mittel hat, einfach immer gewinnt. Richtig, ja. Das ist halt, sonst würden einfach immer die mehr Geld haben, würden einfach immer gewinnen. Ja, ja. Und das wäre, ist zwar eigentlich und so. Und auch Mannschaftssport. Ist zwar fast immer so, aber eben nicht immer. Nein. Das geht's ja. Nein. Also ich schaue jetzt relativ viel Girl an. Ja, irgendwie vor 20 Jahren oder Olympischen Spiel in Nacht immer Girling geschaut, Salt Lake City. Ja, eben nicht. Wer nicht? Richtig. Wer nicht? Richtig. Großartig. Also die spielt nicht mehr, oder? Nein. Nicht. Nein. Aber alle kennen sie noch, das ist wirklich krass. Ja. Ist einfach interessant, wie dein Sportwissen, wenn es nicht um Fußball geht, immer so in den 90er Jahren aufgekommen. Komm jetzt, das ist Salt Lake City später gewesen, oder? 2002. Siehst du? Knapp nicht weit der Weg von den 90er. Ja. Ja, und dort hast du jetzt eine Mannschaftssportart und die hat jetzt 40 Mal lang gewonnen, die Frau. Oder? Das finde ich auch wahnsinnig. Oder dort denkst du, die Feldermargen sind ja so klein. Oder? Es geht um Millimeter und 40 Mal lang gewinnen ist dann eben wieder Chapeau. Was im Girling fehlt, im Gegensatz zum Fußball, wenn wir gerade so bei der Storytelling-Kapazität oder Fähigkeit sind, Bösewicht. Im Girling hat es das nicht? Nein. Die Schweden vielleicht. Die Schwedinnen. Sind das böse? Wieso? Ja, glaub, haben sie mit gewinnen? Ja, ich glaube, allgemein im Schweizer Sport. Oder Schwedisch. Ach ja, gut, die stehen uns eigentlich immer vor der Sonne. Ja, ja. Ja, aber da aber nicht böse sind sie nicht. Nein, Schweden können ja nicht böse sein. Nein, sind nicht böse. Norwegen auch nicht. Sind einfach gut. Gut. Und zwar in blöderweise allen Sportarten, oder? Das ist ein bisschen gemein. Sie stehen uns immer vor der Sonne. Ja, sonst kann man immer sagen, okay, ja klar, die anderen sind besser, ja, weil die haben viel mehr Einwohner oder so. Nein, und die Schweden kannst du das irgendwie in jeder Sport sagen. Also, warum sind die einfach in jedem Sport besser? Das ist ungerecht. Ja. Okay, easy Hakel. Aber es gibt, glaube ich, nicht so einen Gianni Infantino gibt's im Girlingsport nicht. Ich kennt ihn mit so einem aus dem Girling. Also ich kann nicht, muss einmal ein bisschen aufpassen, dass er nicht justiziabel wird. Ja, aber wenn du ihn als Bösewicht bezeichnest. Ja, also er hat Potenzial. Er wird von gewissen Leuten so angeschaut. Es gibt Leute, die sagen, er könnte, also. Ja. Dabei macht er mega gute Sachen für den Fußball, zum Beispiel, dass jetzt die nächsten 5 U17 WMs hintereinander alle in Katar stattfinden. Das ist wirklich, das ist wahr, ich glaube, es ist eine neue Eskalationsstufe, würde man das glaube nennen. Früher hat man immer so, wenn so Sachen vergessen sind oder so Entscheid getroffen worden sind, dann hat man das vielleicht noch ein bisschen schöner verpackt. Oder eben jetzt zum Beispiel die noch nicht ganz fix ist, aber die WM-Vergabe nach Saudi-Arabien hat man wie noch so probiert. So, man tut es einfach so komisch, alles das vorher machen, dass man nach dem Schluss muss sagen, ja, jetzt leider wegen diesen Umständen, wo es jetzt gibt, geht es gar nicht anders, dass wir die WM dann auf Saudi-Arabien vergehen. Und ich glaube, von dem sind sie jetzt einfach mal weggekommen. Also jetzt weißt du, Maske runter, scheißegal, völlig wurscht, was die Leute von uns denken. Nächste 5 U17-Weltmeisterschaften werden allesamt nach Katar vergeben. Was ja auch heisst, dass der Gastgeber ist ja 5-mal qualifiziert. Ja. Und Katar ist, glaube ich, die letzten 10 Endrunden oder so von der U17-WM sind sie einmal dabei gewesen. Jetzt sind sie halt einfach 5-mal dabei, was natürlich sehr hilfreich ist. Gleichzeitig haben sie übrigens auch noch die U17-WM auf 48 Mannschaften aufgestockt. Kann man immer brauchen. Also weißt du, schon bei der jetzigen Austragung ist Neukaledonien dabei. Okay. Das heisst, bei 48 spielt dann auch Papa Neuguinea. Stockhorn mit oder so. Ich weiß nicht, wer FC Stockhorn. Jetzt haben sie die klimatisierten Stadien gebaut, die musst du jetzt auch brauchen. Ja, aber weißt du, die FIFA hat selber einmal noch die U17 und U20 Weltmeisterschaften und Frauenturniere und Juniorinnenturniere und so, die sind ja einmal in die ganze Welt verteilt worden. Und die FIFA hat selber gesagt, das sind gute Möglichkeiten für vielleicht strukturschwachere Länder, um dort mal eine EM auszutragen oder eine WM oder was auch immer dann ist. Weil du kommst dann aus einem Topf und kannst Gelder beantragen, um mal die Infrastruktur ein bisschen verbessern, bessere Plätze, bessere Flutlichtanlagen. Und dann ist halt U17-WM mal in Indien gewesen, mal in Nigeria, mal in weiss auch nicht wo, in Trinidad oder so, haben irgendwelche Turniere stattgefunden. Das macht ja eigentlich auch ein bisschen Sinn. Ja. Und jetzt fertig mit dem Scheiß U17-WM für immer in Katar.
habe ich auch nicht mitbekommen. Es ist so, es ist alles nur grauenhaft. Wie könnte es wirklich nur grauenhaft? Gianni Infantino könnte, wobei das ist glaube ich gar nicht der zuständig, wieder wettmachen, weil ich weiss, du hast einen geheimen Wunsch, Luki, dass einfach die Wintertransfers abgeschafft werden. Lustige an die spielen. Also wenn der Infantino ja, kann sich dafür... Gut. Mit dem können wir den Thron abholen. 20 Jahre lang die WM in Katar machen und in Saudi-Arabien. Aber wieso, was stört dich an den Wintertransfers? Oder der Club arbeitet in der Sommerpause arbeitet am Neuaufbau von der Mannschaft. Mhm. Und dort steht die Mannschaft zusammen und trainiert und dann geht die Meisterschaft los. Und da hast du keine Ahnung, wo du bist. Du bist auf Platz 3 vielleicht im Winter, bist auf Platz 8. Und dann finde ich, sollte man nicht im Winter dürfen einen Spieler wegkaufen. Weil es geht einfach nicht, oder? Es ist einfach eine Verfälschung. Es macht den Sport kaputt. Gerade früher hat es ja noch gegeben, dass Basel dann irgendwie Eibäuber weggekauft. Ja. Umgekehrt ist es, glaube ich, ein bisschen weniger gewesen. Dann noch. Jetzt wird es vielleicht eher Eibäuber sein, wo jemand den wegkauft. Und es darf einfach nicht stattfinden. Ich finde immer, machen die Arbeit vorher und dann spielt die Saison. Und dann könnt ihr wieder duschen und kaufen und verkaufen und leisen und wieder weit, aber nicht im Winter. Und was ich dort auch noch gerade reingebe, in diesem Wunsch ist... Ah, jetzt gerade, hä? Gib mir dir mal den kleinen Finger. Was noch? Es ist immer noch der kleine Finger. Aha, okay. Eigene Junioren. 3 eigene Junioren pro Mannschaft. Oder? Also im Club ausgebildete Spieler. Wir aus der Region, die von einem Club kommen, aber im Club ausgebildete Spieler. Ja. Das wäre auch wieder einfach schön für die Lokalität des Fußball, wieder Fußball vor Ort, wieder ein Gesicht geben, eigene Spieler. Es wäre für alle gleich und es würde auch wieder Mannschaften respektive Clubs zwingen, halt die Ausbildung zu investieren und die auch ernst zu nehmen und die Spieler einzuführen in die erste Mannschaft. Und weil alle müssten. Oder die jetzt belohnen, was sie schon machen. Das gibt es indirekt natürlich. Also es gibt ja da die U21 Trophies, wenn du je mehr eigene Schweizer oder je mehr Schweizer Junioren du zumindest einsetzt, desto mehr Geld kommst du über. Aber es ist natürlich. Ein paar Sponsoren laufen unten da bei euch im Herzblut, ist das so, wo du dann dafür rüberkommst. Mit den Wintertransfers ist halt so, ja, also es werden ja nicht, sind nicht so viele, die das machen. Es sind nur wenige Werke gemacht und meistens nicht mehr so den Konkurrenten abwerben. Mhm. Aber es ist halt klassisch Fußball, oder? Du hast ein Saisonziel, im Winter ist es in Gefahr, so Alarm, Alarm! Wir müssen irgendetwas machen, wir holen irgendwie den Santini aus weiss nicht wo, wir holen irgendeinen Transfer von weiss nicht was und hoffen dann, dass wir uns da noch auf die richtige Spur kommen. Meistens sind es ganz furchtbare Geschäfte, weil die Spieler, die kommen, sind ja nicht, das ist ja mehr so der Wühltisch, der dann im Winter noch angeboten wird. Und dann kaufst du das halt irgendwelche. Dann hast du das und der kommt ja nicht einfach gratis, weil er es lässig findet, sondern er will einen Vertrag und zwar nicht einen für 3 Monate, sondern einen für 3 Jahre. Ja. Und dann hast du den unter Vertrag. Du hast aber schon 4 Stürmer und die sind halt jetzt gerade vielleicht verletzt oder formschwach und dann vergessen alle wieder, wir haben ja die eigentlich noch. Und dann auch nächste Saison stehst du da und dann so, warum haben wir 12 Stürmer im Kader und wer sind die Leute überhaupt? Und dann zahlst du halt wieder und dann irgendwann sind sie wieder bankrott. Das ist nicht wirklich nachhaltig. Ist der Wühltisch dort, wo das Spielermaterial drauf liegt? Ja, genau. Schon. Genau. Resteposten. Und dass es alles muss weg. Genau. Dass es ja gar nicht nötig ist, zeigt ja zum Zurückkommen zu Servet auch Servet, weil die haben ja im Winter 3 neue geholt und haben sie vergessen anzumelden und jetzt darf von diesen 3 nur einen spielen. Ha. Und die anderen beiden sind jetzt so, halt da, ja. Und es geht ja auch recht. Geht auch ohne. Es geht auch ohne. Vielleicht ist es für. Ich habe das Gespräch recht lässig. Bist du einer von diesen 3, oder? Ja. Und nachher so, ja, sie haben gesagt, solltest du mal ins Büro kommen. Und dann kommst du ins Büro. Und so. Ja, also, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute. Dein Vertrag läuft jetzt. Ja, das ist schlecht, aktiv. Du darfst gar nicht mitspielen. Jetzt ein halbes Jahr. Und dann fragt er so. Sorry, tschüss. Wieso? Dann sagt der Verein, ja, wir haben vergessen, die Liste einzureichen, wo dein Name drauf steht. Ja. Und dann fragt er zurück, ja, aber hat der Verband nicht gefunden? Hallo, wo ist die Liste? Moll, die haben uns gemahnt, aber wir haben dann doch. Wir haben gerade anders zu tun gehabt. Ja. Aber der Antoni, der das gemacht hat, der ist jetzt also degradiert worden. Und die sind nicht kulant. Ja. Ist Liga nicht kulant und sagt, nein, leider nicht. Einmal mit Servet nicht. Vielleicht wäre es mit IB kulanter gewesen. Würdest du sagen, dass im Fußball nicht alle Mannschaften gleich behandelt werden? Nein, auf keinen Fall. Wie kommen wir aus dieser Nummer? Also meinst du so Manchester City und Nottingham Forest? Meinst du das? Ich wollte noch etwas. Vielleicht habt ihr da
Also das, nehmen wir das nachher auf, das mit den eigenen Junioren. Das finde ich schon noch, find ich schon noch Gedanken wert. Wer geht's am, gehst du es am Infantino weiter? Also es ist ja mehr, es ist das Challenge League Hauptproblem eigentlich. Ja. Das, Challenge League ist eine extrem schwierige Liga, weil halt die Ambitionen völlig unterschiedlich sind. Also du kannst in der Challenge League eine Mannschaft zusammenstellen, wo einfach die erste Mannschaft gut funktioniert mit irgendwelchen Spielern und dann bist du ein Aufstiegskandidat oder steigst auf. Also steigt ja eigentlich immer die erfahrenste Mannschaft aus der Challenge League, die älteste steigt eigentlich auf. Und dann hast du halt so Clubs wie Stade Lausanne Uschi oder Stade Nyonnais. Die haben einfach irgendein Budget, alimentiert von einem armenischen Milliardär oder Millionär. Patroniert. Patroniert von Ruchiplättli, Fusch. Ja. diese setzen einfach alles Geld, was sie haben, in die erste Mannschaft. Mhm. Und dann gibt es andere Vereine, und von denen gibt es halt mittlerweile sehr wenig, wie der FC Thun, wo das Budget zwar vielleicht noch ein bisschen grösser ist als das von denen, aber sie gehen es halt einfach aus für wahnsinnig viel rundherum. Also für den ganzen Nachwuchs, der ist so teuer. Mhm. Der ist wirklich teuer. Mhm. Und reinkommen tut halt wenig. Also jetzt hat der Dos Santos, der beste Spieler in der Challenge League, gerade gewählt worden, ist er auch. Wenn der mal weggeht, dann geht er halt nicht für 17 Millionen zu Brighton. Sondern er geht, wenn es hochkommt, für 300'000 zum FC Luzern. Und für 300'000 zahlt dann der FC Thun eine Ausbildung von wahnsinnig vielen Spielern, die es gar nicht bis dahin arbeiten. Mhm. Und das ist halt sehr schwierig, um in dieser Liga so bestehen, wenn du findest, ich will etwas Nachhaltiges machen, ich will auch die Region irgendwie einbinden, ich will irgendwie Spieler ausbilden, wie es halt eigentlich einmal die Idee war. Und dann bist du in einem Konstrukt in dieser Challenge League, wo es halt auch völlig andere hat und mit denen musst du mitheben. Das ist eigentlich unfair. Ist das als Thun-Fan, Supporter, ehemaliger Verwaltungsrat, ist das ein bisschen frustrierend, wenn man weiss, wir machen huere gute Büts, und irgendwie links und rechts überholen sie uns immer mit Geld und alten, erfahrenen Spielern. Das ist zum Teil ein bisschen frustrierend, ja. Auf der anderen Seite, ich denke, das ist in der Club-DNA drin, oder das soziale Engagement, das der FC Thun hat, wo sie geistig und körperlich behinderte Kinder, Jugendliche einladen, immer wieder zu Trainings, Spezialtrainings machen, Turnier machen, sogar neben die nicht können, auch zu ihnen gehen, in die Institutionen und dort gehen trainieren mit ihnen. Ich glaube, das gibt einfach dem Club auch etwas zurück, das gibt der menschlich etwas zurück. Nicht monetär. Und darum habe ich das Gefühl, ist es nicht in dem Sinne Belastung. Aber ja, die Ausbildung, die kostet ja. Ich glaube, gegen 1 Million oder so, ja, pro Jahr. Und auf der anderen Seite, Thun hat immer wieder gute Nachwuchs oder eben aus dem eigenen Nachwuchsspieler dran. Das hilft dann auch wieder, wenn du dich einsetzen kannst. Ja, aber sie gehen eben nicht für viel Geld weg. Das ist richtig, ja. Das ist halt langfristig, wenn sie dann in der Super League wären, dort wäre es dann vielleicht ein bisschen etwas anderes und vielleicht sogar Europa Cup oder so. Aber halt, solange du in der Challenge League bist, kannst du noch so gute Spieler haben. Ja. Ich bin natürlich von der Super League ausgegangen für dich. Wir rechnen schon mit der Super League. Ja, dort wäre es vielleicht ein bisschen etwas anderes, aber auch dann. Ja. Weißt du, du bist im Wettbewerb mit den besten Junioren von IB und von Zürich und von Basel und so. Mhm. Ich glaube, es ist schon immer noch so, dass die grösseren Clubs finden, ja, es gibt halt Spieler, die sind gut. Ob ein Matoschi oder ein Gutbub oder wer auch immer da bei Thun gerade jung ein bisschen für Furore sorgt. Es gibt, glaube ich, immer noch viele, die finden, die sind gut in Thun. Ja. Kaum gehen sie in die grosse, böse Welt, haben sie dann mega Mühe. Ja. Aber du rechnest mit dem Aufstieg. Das hast du jetzt vorher gesagt, du gehst vom Aufstieg aus. Also. Ja. Ich muss aufpassen. Nein, ich rechne nicht mit dem Aufstieg. Ich rechne mit der Barrage. Und mit dem Aufstieg? Wenn wir in der Barrage sind, steigen wir auf. Und dann müsst ihr ja nur gegen ein Hollywood-finanziertes GC bestehen. Oder ein FC Basel. Ist das immer noch so ein Tun, dass man nicht zu gross, also nicht zu ambitioniert reden und denken? Nein, das ist ja eigentlich überall. Oder IB sagt da irgendwie mit 10 Punkten Vorsprung und noch 2 Spiele, sagt es ja, wir reden noch nicht über den Meistertitel. Das nächste Spiel. Fokus auf das nächste Spiel. Ich glaube, das ist ja allgemein in der Schweiz so. Ja. Und das Tun natürlich auch, ja. Weil man dann nicht gestraft werden will. Ja, das ist fast noch, Teil, ist fast, kann ich das Gefühl, es ist noch ein extremer. Ich habe einmal eine Sendung gemacht an einem anderen Ort. Dort war Thun noch in der Super League und es war gerade recht gut, es war so auf Platz 3 oder so oder 4 gewesen. Und dann hatte ich als Gast den Denis Salanovic, der jetzt in Spanien spielt, aber damals bei Thun gespielt hat. Und dann, die kommen ja immer so Richtlinien über, weißt, so wie man so ein bisschen auftreten. Und sie hören, glaube ich, aber nicht immer gut zu. Und dann habe ich mit dem das Gespräch geführt und ihn halt auch so ein bisschen provokativ gesagt, ja, jetzt sind die ja schon mal viert und so. Wenn der jetzt nicht mal, weißt du, gegen oben angreift. Und dann hat der natürlich rausgehauen, wie sie jetzt, wenn Basel angreift oder IB oder wer der gerade vorne war. Und dann ist halt das Ende fertig und dann kommt halt der Medienchef. Und
denke so wirklich, so jetzt wirklich, wir haben es 2000 Mal gesagt, dass wir nicht eine grosse Klappe haben und dann kaum losgelassen. Nein, ich finde, mit Art, mit Art Ambitionen. Ja, also ich fände es sehr schön, wenn man aufsteigt. Und das ist sicher auch das Ziel, wenn du in Parage gehst, wahrscheinlich aufsteigen und nicht einfach Parage spielen. Das ist, so funktioniert zwar, glaube ich, Eishockey-Playoffs, oder? In der Nazi B. Ich merke jetzt, wenn der vielleicht grösste Kenner vom Schweizer Fußball mal ins Reden kommt, apropos grosse Klappe, dann ist er immer gerade Ende, wenn uns gerade so die Fernsehzeit langsam ausgeht, fängt er also richtig aufzurollen und dann muss ich ihn so ein bisschen ausbremsen. Wir wollen über Eishockey-Playoffs von der Nazi B reden. Abgrätschen, wenn er dann schon anfängt mit Eishockey-Playoffs von der Nazi B und als nächstes kommt er dann noch mit Olympischen Spielen in Los Angeles, wo irgendeine Marathonläuferin nicht mehr ganz gerade ins Stadion hineinläuft. Gabi. Anderson Schiess. 84. Ja. Stopp! Wir sind leider, ihr merkt jetzt, wo es eskaliert, sind wir leider, zum Glück, am Ende von unserer Fernsehzeit. Wir verabschieden uns vom Fernsehpublikum. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Im Internet, auf Spotify, auf eurer Podcast-App zum Hören, zum Teil sogar zum Schauen. Wenn ihr wollt, wissen, wie es weitergeht, wie es geht noch ein bisschen weiter. Wenn er schon da ist, der weite Weg von Thun zu uns unter seine Rädchen genommen hat, der Lucky Friede, dann bleibt er noch schnell. Wir reden noch ein bisschen über Vergleich Tennis. Er wäre ein grosser Tennisspieler geworden, sagt er. Genau, fast so gut wie als Prima Ballerina. Und vielleicht noch ein bisschen über Fußball-Nazi, der jetzt dann auch im Einsatz ist. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Von Challenge League bis Champions League. Der SRF Fußball-Podcast Sikora Gisler. Was ist die männliche Form von Prima Ballerina? Du bist auch gerade gestolpert, gell? Prima Ballerino. Ist es nicht Primo Ballerino? Nein, ich weiß nicht. Männliche Prima Ballerina. Gibt es dann auch einfach. Also ist Ballerina und Prima Ballerina nicht das Gleiche? Das ist irgendwie so die erste Giga oder so. Du bist Experte für das. Ich bin vielleicht der grösste Experte für Ballett in der Schweiz. Also, wenn einer wirklich etwas weiss von Ballett, dann weiss ich nicht. Weil gibt es da eine Abstufung? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich weiss, dass wir sie vor 3-4 Wochen sind wir dann wirklich Schwanensee schauen, wir vom Vorstand. Okay. Und das war das staatliche Ballett gewesen, oder das städtische Ballett von Kiew, der Ukraine, und das war unglaublich gewesen. Besser als ihr, nicht? Oder? Sie waren auf einem ähnlichen Level wie wir. Mhm. Und sie haben einfach die Musik besser gehört. Sie haben das Ganze tanzen und wir nur 2 Minuten. Hey, was das ausmacht, wenn du die Musik richtig hörst, ist verrückt. Ja. Sagst du, wieso ist der Roger Federer geworden und nicht du? Also, weißt du, was ich meine? Du kannst nicht der Roger Federer werden, aber du hättest können, statt der Roger Federer der Lucky Friede werden, damit alle vom Lucky Friede reden. Und bevor man vor dem Roger... Das geht zeitlich auch nicht auf. Statt der Jakob Lasek, wieso bist nicht du? Der Jakob Lasek. Weil du bist ein grosses Tennistalent gewesen. Ich war einfach ein Talent gewesen, dann im Jahrgang in meiner Region, in 10 Kilometer Umkreis. Oder Berner Oberland ist es. Also hast du mit Roger Federer auch angefangen? Ja, das stimmt, ja. Nein, ich war dann intensiv im Tennis und habe viel trainiert und Interclub und Turnier gespielt und bin dann zweimal TVBO-Meister geworden. Ich muss, glaube ich, nicht erklären. TV Berner Oberland. Muss nicht erklären. Nein, das musst du wirklich, das weiss ich wirklich jede da draussen, was TVBO. Ich kann es einfach ableiten. Ja. Tennis. Tennisverband Berner Oberland. Und das ist eigentlich mein Höhepunkt von meiner Tenniskarriere. Und nachher haben wir eine Band gegründet in der Schule und sind Drogen gekommen und Musik. Klassische Karriere, ja. Frauen. Das ist so die klassische Karriere von der Jennifer Capriati, ist glaube ich so. Ja gut, aber zuerst Tennis, dann Drogen. Ja. Ich bin Jennifer Capriati von Brun. Nein, die ist aber wieder zurückgekommen. Und Jennifer Capriati hat erst mit dem Kiffen angefangen, wo sie schon aufgehört Turnier gewonnen hat. Ja. Also. Ja, richtig. Noch eine Interessensfrage. Dort hast du in deiner grossen Zeit als TVBO-Serienmeister hast du ja sicher ganz viele Medaillen und Pokale bekommen. 2 Silberbecher. Und hast du die noch? Die habe ich noch, die Eltern habe ich, glaube ich, irgendwo noch. Die sind lange im Bad gestanden für die Zahnbürsten. Das ist immer so. Was nicht, dass ich jetzt eine wahnsinnige Witterin daheim hätte, aber irgendwann, weißt du, schleppt es jedes Mal um nach so wirklich Grümpi, Bonstetten, Wetzwil. Also. Und was es gegeben hat, ist ein Tauer, ein Keramiktauer. Ja. Handgeschrieben, TVBO-Meister 1985, 86. Aber das ist, von denen ist es ja dann nicht zu morgen. Nein, aber ja, nein. Und aufstellen, das macht man, ist auch nicht mehr so innen, oder? Leider sind sie einfach auch nicht besonders nicht schön. Sind nicht schön. Nein. Ich frage mich immer, was man damit. Hast du auch? Du hast schon sicher auch Pokale. Das wäre mal ein Marktlook, wenn ihr einfach mal handliche, stylische
Pokal, die kann man noch als Vase brauchen oder Teller machen, wo man wirklich dann auch gerne, wenn Gäste da sind, mal den Dessert damit serviert, dann würde man sie vielleicht auch noch können brauchen. Das ist ja eine Verschwendung von Ressourcen. Ich würde das jetzt, wenn ich bei dir zum Nacht wäre und du würdest mir den Dessert servieren, wo irgendwie draufsteht, schnellster Zürich-Hegel 1983. Wenn er schön gestaltet wäre. Ist ein bisschen bluffmässig, Tom Gisler. Ja, aber um das geht es ja. Für was hat man denn die Trophäe, wenn nicht zum Bluffen? Ist ja etwas Persönliches, ist ja schön. Ja, aber eben so dritter Platz in einer Schwimmmeisterschaft als Kind. Also ich habe recht lange mein Diplom vom dritten Platz vom Trottirennen am Sommerspiel von Gürik, habe ich recht lange noch. Bis nach 40 habe ich das immer noch über dem Bett hängen gehabt. Ich habe dann wirklich irgendwann mal... Ja, mit ausgemischt. Dritter Platz irgendwie, Turnier, Bassersdorf, Roger Federer, 1987. Das kannst du kannst jetzt teuer verkaufen. Ja, aber eben dritter Platz. Gut, ich bin natürlich immer erster Platz in Grümpi-Mettenstetten. Das will jetzt wirklich niemand. Ihr müsst auch mal noch das Wort kommen. Die Jelena schreibt uns, sie als Hörerin, schreibt: Hallo Meme, hallo Tom, meine Schwester und ich fragen uns und nerven uns immer wieder, dass in den Stadien Nachspielzeit an den Screens nicht angezeigt wird. Die Zeit wird bei 45 Minuten und bei 90 Minuten immer gestoppt und jeder Double muss sein eigenes Handy für nehmen und die Zeit stoppen. Wieso können die tollen Menschen, die im Hintergrund arbeiten, das nicht einfach für alle Fans gerade übernehmen? Stockhorn Arena, Thun. Wäre dir auch dient, wenn die Nachspielzeit noch angezeigt werden und man nicht so im luftleeren Raum hängt und nicht weiss, wie lange geht es noch? Ich bin da immer ein bisschen gespalten. Manchmal schaue ich auf dem Handy und manchmal schaue ich überhaupt nicht, weil es mich noch nervöser macht, wenn man irgendwie knapp führt. Warum es nicht gemacht wird, weiss ich nicht. Ich kann nur spekulieren. Vielleicht, dass die Spieler nicht ständig schauen und dann der Schiedsrichter angreifen, wenn 3 Minuten vorbei sind. Oder auch das ganze Publikum anfangen, die Schiedsrichter angreifen, wenn die 3 Minuten sind, so selten sind. Jetzt sind es 18, 19 Minuten. Eben wieder nicht mehr. Jetzt hat man sich wieder in der Mitte geeinigt. Das ist ein bisschen das. Ja. Aber gibt es wirklich viele Leute, also ich sehe relativ wenige Leute im Stadion, die dann das Handy vornehmen und anfangen, die Nachspielzeit zu stoppen? Eben, also mir ist jetzt am Samstag im Stadion genau so gegangen. Wirklich lustig, dass ich dann gefunden habe, 90 Minuten sind abgelaufen. Wann sind die genau abgelaufen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wie lange geht es eigentlich noch? Ist mal eine Nachspielzeit angezeigt, ich habe es gar nicht gesehen. Du bist einfach, weißt nicht, und plötzlich pfeift er ab. Gut, im letzten Grund ist es dann so, dass man sich lange immer gefreut hat auf die Nachspielzeit, weil dann ist immer gekommen, Nachspielzeit wird präsentiert vom Pflegeheim Drausberg. Sorry, das ist das Beste. Wir haben gerade am Samstag darüber diskutiert, ob das bewusst humorvoll war oder unabsichtlich lustig. Meinst du, die haben das extra gemacht? Unabsichtlich passiert das nicht. Sonst passt es ja immer, oder? Also Einwechselspiele wären patroniert von irgendeinem Jobvermittlungsunternehmen und Verletzungen von irgendeinem Apotheker oder was auch immer. Ich glaube, das war schon absichtlich. Ja. Aber dass das nicht angezeigt wird, ja, weil es wird ja noch auf die Nachspielzeit, wird ja dann nochmal draufgepackt und dann werden sie wahrscheinlich die Schiedsrichter schützen, die dann nicht die ganze Zeit muss und fangen noch an abzählen. 7, 6, 5, fertig. Also das passiert ja auch jetzt, aber wenigstens nur von den Spielern. Aber ich habe es schon gemacht, ich habe das Handy schon vorgenommen und habe dann einen Timer drin. Wirklich? Ja, nicht, wenn man voraus ist, mehr, wenn man hinten rein ist wahrscheinlich. Wie lange haben wir noch, oder? Nein. Stopp, nein, voraus, nur voraus. Ah. Wenn ich hinten rein bin, dann spürt es mir keine Rolle. Nein, voraus, einfach, dass man es noch packen kann. Ja, und außerdem, schreibt Jelena, und außerdem, wir Servet-Fans aus dem tiefen Thurgau würden uns freuen, wenn noch ein bisschen mehr über Servet geredet würde. Aber ihr habt euch in letzter Zeit Mühe gegeben. Danke. Ich habe das vorhin abgeklemmt bei Servet. Ja, weißt du, wenn der Lucky nicht wäre, wir hätten jetzt stundenlang nur über Servet geredet. Das muss man auch, wenn man will, über Servet reden, dann lädt man natürlich auch aus dem Thurgau ein, logischerweise. Also nicht über das Thun. Das ist so. Thungau. Ja. Nazi ist im Trainingslager. Es stehen 2 Testspiele an. Bevor es dann nach noch einmal Testspiel im Juni gegen Österreich Richtung Europameisterschaft geht. Ich habe schnell auf der Kaderliste geguckt, ein Thuner ist nicht dabei. Aber du 21, 2. Los Santos und der Matoschi. Ja. Und der Gutbubi ja vielleicht dann einmal irgendwann noch. Ist die U21 nicht die strafzige Abteilung, wo man nicht brave Nazi-Spieler anschickt, wenn es noch genug jung sind? Liebe Grüße an Arun Yashar. Gell, das ist so ein bisschen, ihr seht das als erzieherische Massnahme. Das ist eine erzieherische Massnahme, ja. Und zwar eine mit Asa. Mit Asa. Ja. Ja. Testspiel, grauenhaft. Absolut schlimm. Testspiel immer. Aber es ist ja, ich glaube, eine recht schwierige Ausgangslage jetzt, wo die Fußballnation in einer kritischen Phase ist, wo sie keine Leistungen zeigt. Jetzt haben alle Leute das Gefühl, jetzt wollen wir eine Reaktion sehen. Aber Testspiele sind nicht dazu da, um eine Reaktion zu zeigen, sondern Testspiele sind ja dazu da, zum Testen. Und es kann durchaus sein, dass sie in diesen Testspielen schlecht aussehen, weil sie noch ein neues System haben. Das ist ein bisschen undankbare Situation. Selbstverschuldet, muss man dazu sagen, für Murat Yakin und seine Mannen. Oder?
Ja, die Testspiele, das hat ja nichts wirklich mit Fußball zu tun. Es sind die 10 Spieler auswechseln und 2 verschiedene Mannschaften pro Halbzeit auf dem Platz haben. Sie sind sicher wichtig, denke ich, für die Internen, aber ob man jetzt die alle muss übertragen und irgendwie kommentieren. und schauen halt, vor allem. Ja. Ich habe wirklich nicht viele schöne Erinnerungen an Testspiele mit der Schweizer Beteiligung. Mhm. Überhaupt nicht. Aber der Murat war natürlich Turntrainer. Der hat dann viel Freude gemacht. Was? Ja, was hast du für Erinnerungen? An Murat Yakin? Aufstieg. Ja. 15 Unentschieden haben wir dann in dieser Saison. Das ist in der Aufstiegssaison. Und sehr nach. Er hat weitergezogen als Nationaltrainer, ja. Ah, den hätte man es schon gesehen, eigentlich. Ja. Es ist, glaub, relativ defensiv eingestellt gewesen, ja. Sind wir dann. Mhm. Aber er hat es gut gemacht, sehr solid. Ja. Der Murat Yakin hat die Unentschieden zu tun gelernt. Wir haben ihm die gelernt. Mhm. Ja. Ihr habt ihm die beigebracht. Ich messe viel mal. Egal gegen wer. Ja, mit Unentschieden machst du keine Feinde, dass ich auch nicht zufrieden. Ah, das ist die neutrale, das ist die schweizerische Art von Murat. Ich bin auch ein bisschen zufrieden, aber nicht wirklich. Ja, wenn man trotzdem aufsteigst, ist es okay. Ja? Das ist okay, ja. Ja. Ist gut gewesen. Du musst weniger Punkteprämie zahlen dann an den Spieler. Das ist ja günstiger. Aber es ist auch noch, das ist ein bisschen blöd, weil ich meine, jetzt war die Schweizer Nazi wirklich nicht gut in diesen Pflichtspielen. Mhm. Und jetzt sind sie eigentlich nur noch die 2 Testspiele und nachher ist dann eigentlich schon die Nomination und dann kommen noch 2 Spiele, glaube ich, 2 vor der EM noch. Eins nur noch. Estland oder so. Österreich. Schweiz, Österreich. Ja, aber dann holen wir Deutschland weg, oder? Im ersten Spiel. Das schon, aber dann sind die 2 Spiele jetzt, das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, die du kannst testen. Jetzt fragt man, muss man überhaupt testen, weil eigentlich kennt man ja alle die Spieler schon mittlerweile, wobei jetzt hat er irgendwelche Leute noch aufgeboten. Nicht irgendwelche Leute. Der Derek Cotesa von Servet, Jelena von Servet, der Derek Cotesa und der Vincent Sierro als 2 Neulinge. Und noch 3 Goalie auf Piquet und der Sautier ist auch noch. Nein, das sollte ich nicht. Der Ruye ist ja auch noch auf Pikett. Also alle denen haben gezeigt, hey, look, ich sehe dich schon, ich sehe dich. Wie sie und spricht auch noch mit, ja. Aber es ist, nicht mehr, es ist wirklich nicht mehr viel Zeit, um da noch ein bisschen zu schauen, wer man tatsächlich mitnimmt. Und der Djibril Sow zum Beispiel ist halt nicht dabei. Und der Lotomba findet er offenbar immer noch blöd. Der Djibril Sow spielt auch nicht. Nie. Der hat seinen Wechsel, der hat sich von Frankfurt, ja, wenig. Ja, also von Frankfurt wegtransferiert, was unglaublich gut gegangen ist. Ja. Und er hat sich jetzt ein bisschen Abseits. Mhm. Es hat immer ein Risiko bei einem Transfer. Ja. Ja. Dafür überraschenderweise, der Silvan Widmer hat ja noch Zweifel gewusst, ob er recht aufgeboten wird. Überraschenderweise ist da der Silvan Widmer im Kader. Wobei, du musst wissen, und das jetzt als Abschluss, der Silvan Widmer, nachdem er bei uns war, ist er zurück auf Mainz und hat gegen Bayern 8-1 verloren. Er hat da, glaube ich, noch darauf spekuliert, dass sie vielleicht wieder die Überraschung schaffen und gegen Bayern auswärts gehen. Ja. Hat er den Podcast mitgenommen oder wie? Also ein Glücksbringer-Podcast sind wir nicht. Ich hoffe, du kommst gesund heim. Ja. Toi, toi, toi. Liebe Grüße auf Thun. Danke. Ich mache noch ganz schnell ein bisschen Werbung, wenn das okay ist. Kommt darauf an, wie lange? Ja, da verschiedene Firmen, die ich noch erwähnen muss. Nein. Ja, genau. Danke noch meiner Mami, dass sie mich geboren hat. Vielleicht die Firma in Asien, die, wo man nur 50'000 investieren und nachher lösen sie die Millionen aus. Richtig. Über die müssen wir noch reden. Ja. Nein, es ist, wir tun mit Herzblut ja eben Geld sammeln für den FC Thun. Und wir haben noch Goal-Rappen. Und das ist, wie es das Wort sagt, man kann pro Goal ein paar Rappen spenden. Es fällt bei 5 Rappen an und das ist 2.50 Franken in der Saison, wenn Thun 50 Goal macht. Und bei 10 Rappen ist es 5 Liter. Und das ist noch so eine schöne Geschichte, ja, wo jetzt da die Leute mitmachen und wo dem Club auch wieder sehr hilft. Und wir haben ausgerechnet, wenn wir 5'000 Leute hätten, die ein Fränkli würden pro Goal geben würden, wäre das eine Viertelmillion. Dann wären wir fast wieder Hauptsponsor von dem Club. Das ist eben, also noch, auch noch zum Abschluss, das ist eben etwas, was ich an Thun vielleicht auch noch schätze. Weil viele würden ja sagen, das ist so typisch provinziell. Also weißt, das macht der FC Diepoldzell. Mhm. So die Juniorenmannschaft, das haben wir auch mal im Unihoc gemacht. Sowieso die klassischen Sachen. Und ich glaube, viel von in dem modernen Profifußball, wenn man das jetzt ernsthaft würde, in einem Verwaltungsrat vorschlagen vom FC Basel oder von IB, würde ich sagen, hey, nie im Leben. Ja. Das ist so, wir sind modern und wir machen andere Sachen. Wir machen Instagram-Kampagne oder weiß nicht was. So Token-mässig. Holen irgendeinen Influencer. Bitcoin-Tokens, genau. Token. Genau, ja. Genau. Der schöne das NFT-Autogrammkarte vom Cedric Zesiger und so Zeug. Das ist so die Zukunft. Und Thun macht, wir machen
Der Goalrappen. Goalrappen. Da haben wir eine Homepage und dort kann man sich eintragen. Ein paar Rappen. Wäre lustig. Herzblut FC Thun. Ja. Und also ihr habt es eigentlich selber in der Hand, dass ihr da viel Geld bekommt. He? Und es ist, auch viel Goal du kannst auch ein Ratespiel mitmachen. Das Ratespiel ist, wie viele Tore erzielt der FC Thun in der Saison 23-24 und wenn er richtig liegt. Und all denen, die richtig liegen, da werden Preise ausgelost. Zum Beispiel ein VIP-Marktbesuch mit Abendessen in der Lounge für zwei Personen inklusive Begrüßung durch den Präsidenten vom FC Thun. Hey. Hey, was willst du mehr im Leben? Hey! Ja. Mhm. Gibt aber auch sonst noch Preise? FC Thun. Was? Gibt es noch Preise? Das Tütü von Oi. Das Original. Matchworn. Ja. Vom Auftritt in der Stockholm Arena. Mit einer Ballettstunde von Ballettstunde vom Lucky Frieden. Ich habe übrigens, das können wir ja dann rausschneiden, aber ich habe mal vor dem Cup-Final habe ich zwei Liebli bekommen von, ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber zwei Liebli, die unterschrieben waren von allen Spielern vom FC Thun. Ich habe gedacht, ich brauche jetzt zwei, brauche ich eigentlich nicht. Und dann habe ich die auf Ricardo versteigert. Und dann hat einer mitgeboten, ein, glaube ich, 13-jähriger Thun-Fan. Und der hat zuerst, also die Aktion ist halt schon gelaufen und jemand hat schon geboten. Und dann hat er, wie als Kommentar, der hat, glaube ich, nicht so genau gewusst, wie das funktioniert mit der Versteigerung. Dann hat er immer als Frage zu dem Angebot hat er geschrieben, ja, lass doch mir bitte, ich bin 13 und ich habe kein Geld und so, kannst nicht irgendwie etwas machen. Und ich habe dann zurückgeschrieben, so, ja, nein, kann ich leider nicht, weil schon weg. Die Auktion läuft halt schon, du kannst entweder mitbieten oder dann haben wir noch dann nachher ist es immer höher raufgegangen. Ich dachte, sich tut mir mega leid, weil er alles mitgeboten hat. Jetzt ist er bankrott. Mega und dann hat er zuerst wieder auf, ja bitte, lass es mir doch. Und so, dann habe ich geschrieben, hey, schau, habe ich eine Nachricht eingeschrieben, hey, schau, ich habe noch das Zweite, melde dich doch nachher bei mir dort an. Ja. Das hat er leider nicht gelesen. Und dann hat er angefangen, alle beschimpfen. Du ehrenloser Hund und so. Das ist der klassische Unfan. Das ist der klassische Weg zum Ultra. Zuerst mega nett, nachher nur noch. Du ehrenloser Hund. Das ist der Unfan. Ist das der klassische? Mit dir immer so, weißt du, sympathisch. Dann vorhin noch ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, eine klassische Biografie. Einfach zum Verständnis für all die, die jetzt mit der Fan gewartet und so. Die Radikalisierung, die fängt meistens nicht im Stadion an, sondern auf Ricardo. Und zwar durch dein Trikot ausgelöst. Ja. Entschuldigung, ehrenloser Hund. Gib's zu. Eigentlich ist bei Memek schuld. Ja. Ja. Allem, was nicht gut läuft. Im Fußball. Im Fußball. Aber ich bin vielleicht der ehrenloseste Hund im Schweizer Fußball. Du bist der vielleicht bist du der Infantino vom Schweizer Fußball. Kann ich noch werden. Vielleicht der grösste ehrenlose Hund vom Schweizer Fußball. Genau. Ja, das ist Luki Frieden, danke. Gang. Sonst hört das nie mehr auf da. Adieu, ich habe komplett Kontrolle verloren. Tschüss, merci vielmals. Tschüss, fertig aus. Tschüss! Der ehrenloser Hund. Musst du respektieren, der andere Kollege! Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder dabei. Sikora Gisler, der Fußball-Podcast. Sikora Gisler! Sikora!